Das letzte Jahr hat eine schwere Krankheit das Leben von Nicole auf den Kopf gestellt und gesund werden war ihre oberste Priorität. Jetzt möchte sich die 38-jährige Emmentalerin einen Tag lang von unserem Newstyle-Team verwöhnen lassen und ist darum zu Sisley auf Zürich gekommen. Schau mal, wie die Sonne strahlt für dich, Nicole. So schön bist du. Wir haben heute einiges vor mit dir. Komm doch gerade mit rein. Ich freue mich sehr auf eine Typveränderung heute, weil ich meistens das Gleiche anhabe und ich mich sehr verändert habe aufgrund einer Krebserkrankung im letzten Jahr. Ich habe meistens Hosen an und ein T-Shirt und jetzt freue ich mich sehr auf, dass ich neue Farben bekomme, ein neues Make-up und vor allem eine neue Frisur. Und mit der neuen Frisur von Martin Dürrematt starten wir die heutige Veränderung von Nicole. Nach einer Krebsdiagnose sind natürlich Haare bei einer Frau immer ein heikles Thema. Für viele Ladies gehören die Haare verständlicherweise zur Weiblichkeit. Darum freue ich mich besonders heute auf Nicole. Die letzten Monate waren nicht ganz einfach für sie und das hat auch Spuren in ihren Haaren hinterlassen. Heute habe ich darum einiges mit ihr vor. Die Haare dunkler, die Haare kürzer und trotzdem kombiniert mit einer Haarverlängerung. Man kann auf jeden Fall gespannt sein, was wir alles machen werden. Los ist es mit der Haarfarbe gegangen. Ich habe mich für ein frisches, schlichtes Braun entschieden, weil Nicole von Natur aus Naturwellen hat und erst noch wunderschöne, helle Augen. Das Prinzip ist da eigentlich ganz einfach. Umso mehr Kontrast man zu der Augenfarbe hat, umso mehr kommen die Augen zur Geltung. Und umso dunkler man die Haare bei Naturwellen hat, umso gesünder und glänziger sehen die Haare aus. Damit die Haarfarbe auch langanhaltend frisch und pflegt aussieht, habe ich das Haartreatment mit dem Color Protective Shampoo von Hechiduell bei Sisley gemacht. So hat Nicole eine simple und doch hochwertige, abgestimmte Haarpflege für ihren Alltag. Auf dem Beauty-Sessel zurück ist vor der Haarverlängerung eine Haarkürzung gekommen. Sprich, ich habe Nicole die ganze Grundlänge gekürzt und schön durchgestuft, damit am Schluss der Schwerpunkt im vorderen Teil liegt. Im gleichen Step hat es auch noch einen strukturierten Pony dazugegeben. So haben wir eine tolle Volumenverteilung, damit die Locken sich am Schluss schön entfalten können. Das Highlight war aber die Haarverdichtung und die Haarverlängerung, damit es am Schluss einen tollen, lockigen Look gibt und optisch länger wirkt, habe ich der Nicole auf beiden vorderen Seiten einige geschweißte Extensions drin da, die gekürzt und durchgestuft. Liebe Ladies, der grösste Fehler, der oftmals passiert bei Extensions, ist, dass man, wenn man schon mal viel Haar drin hat, denkt, man tut jetzt die gar nicht viel kürzer und stufiger schneiden. Genau das ist aber entscheidend, dass es natürlich fällt. Für Styling habe ich zum Schluss in die nassen Haare den Volumizing Spray von Hechiduell bei Sisley reingespritzt und die Locken meinen Diffusor etwas rausgekitzelt. Ich muss schon sagen, ich bin selber immer wieder überrascht, dass man eigentlich die natürliche Schönheit so toll unterstreichen kann. Ich habe so Freude ab der Nicole. Für Nicole geht es nach der neuen Frisur gerade weiter mit dem Make-up von David Hameyer. Für Nicoles heutiges Make-up habe ich mir überlegt, ich setze ihr ein Make-up, was ein bisschen ungewöhnlicher ist. Normalerweise sagt man ja, grüne Augen sollte man nicht mit grün schminken, blaue nicht mit blau und braune nicht mit braun. Wenn man aber einen frischen Lippenstift wählt, kann man genau das mal machen. Deswegen habe ich den Augenlook heute gestartet mit dem Eye Twist Nummer 3. Das ist so ein ganz schöner, weicher Grünton mit so leicht goldenen Reflexen. Den habe ich im äußeren Augenwinkel und auf dem beweglichen Lid aufgetragen und weich verblendet. Mit dem gleichen Stift habe ich den unteren Wimpernkranz betont. Ganz praktisch, mit einem Stift ist fast die ganze Basis gelegt. Anschließend, für einen glamourösen Blick, habe ich den So Intense Flüssig Aligner gewählt und hier wirklich fast eine XXL-Linie gezeichnet. Noch eine richtige Portion Mascara, et voilà, ein Augenlook, Ton in Ton. Und jetzt kommt der Kontrast. Frische Wangen in Korall und noch saftige, volle Lippen in dem gleichen Ton. Hierfür habe ich den Phytogloss in der Farbe Paradise verwendet. Dieser Korallton gibt den Lippen einen richtigen Kick. Der heutige Look lässt Nicole richtig frisch und gesund aussehen und gerade für sie ist das, glaube ich, ein Mittel, egal was der Tag so bringen mag, sie strahlt alles weg. In PKZ Women's Zürich an der Bahnhofstrasse steht bei unserer Style-Expertin Luisa Rossi Rock und Rockig auf dem Programm. Hey Nicole! Fühl dich umarmt! Ja. Ganz fest. Du siehst fantastisch aus. Wie fühlst du dich? Super. Ich habe mich inspirieren lassen, auch ein bisschen von diesem Rock. Aber für dich als erstes gibt es etwas Rockiges. Alles ist da hinten parat für dich in der Kabine. Also, du kannst dich begeben. Merci.
Ja, sehr schön Outfit für Nicole. Habe ich gefunden, es darf ruhig, ein bisschen frech und rockig sein. Deshalb habe ich gestartet als Premiere für sie ganz bestimmt eine Lederhose. Es ist eine Kunstlederhose von Riani. Dazu kombiniert und trotzdem etwas feminin, und zwar ein Seidentop mit einem Pulli, und zwar alles von Luisa Cerano. Also der Seidentop ist grün und ich finde, grün steht extrem gut. Das braucht es aber auch, der Seidentop, weil der Pulli eigentlich so ein grober Strick ist, der sonst transparent wäre. Das Ganze natürlich habe ich abgeschlossen mit einem Mantel von Riani. Zu dem Outfit vertreibt es einen schönen Boots, und zwar ein bisschen groben von Paul Kehl. Und natürlich darf auch die Tasche nicht zu fein sein, deshalb ein Rucksack von Guess, auch ein bisschen in diesem rockigen Style. V-Ausschnitt ist gross im Kurs. Und zwar ein grosser Ausschnitt. Das lässt Raum, zum Beispiel, um darunter Seidentöpfe anzulegen mit ein bisschen Spitze. Also ein sportlicher Pulli, kannst du anlegen, ein T-Shirt drunter, ein Blüsli oder eben auch schöne Spitzentöpfe. Oder zum Beispiel natürlich auch schöne in verschiedenen Farben. Oder gerade so, all in one, grosser V-Ausschnitt, drinnen schon das Blüsli angehängt. Also, ihr seht, grosszügig. Dekolleté und dann drunter könnt ihr anlegen, was ihr wollt. Beim zweiten Outfit wollte ich der Nicole etwas mehr Femininität zeigen und habe ein Kleid ausgesucht von Luisa Cerano. Blümelt schön, frisch, grün, das steht ihr wunderbar. Und dann ist immer die Frage, wenn man ein Kleid nimmt, ja, was soll ich dazu, was für einen Schuh und was für eine Jacke. Also da habe ich mich entschieden für einen Cardigan, auch von Luisa Cerano, einen leichten, den sie mit vielem anderen kombinieren kann. Meiner Meinung nach muss ein Cardigan entweder ganz so lang sein wie das Kleid oder ganz kurz. Aber ich finde, weil sie so gross ist, spielt das keine Rolle. Aber sie kann natürlich auch eine Lederjacke dazu kombinieren. Und bei den Schuhen, da habe ich gefunden, auch einen Boots, wenn ich das getragen habe, zu meinem Rock, auch von Paul Kehl. Es ist eine neuere Form von Boots, ein bisschen Blockabsatz und ein bisschen Ründe vorher, nicht so spitzig. Aber das ist der Trend, der sich den Herbst zeigen tut. Und zum Abrunden habe ich eine kleine Tasche genommen, auch in Wildleder von Guccinelli, die super passt, auch zum Boots und zum Kleid. Der Vergleich zum Morgen zeigt, der Nicole ihres Verwöhnprogramm ist gelungen. Und das Beste daran, sie gefällt sich ihrem neuen Look. Also, ich gefalle mir super. Ich finde, es ist mega gelungen. Ich hatte einen bombastischen Tag gehabt. Es ist einfach ein Traum. Also, ich finde es wirklich schön. Wir danken der Nicole für ihr Vertrauen und wünschen ihr weiterhin ganz viel Gesundheit.